weiter mit Lena, die uns was über die Arbeit gegen das Bündnis für Videoüberwachung erzählen wird. Ich würde das mal wegschieben. Hi, guten Abend hier in der Seabase und im Stream. Ich bin Lena Brommer und arbeite im Bundestag als Referentin unter anderem. Bin aber bei Bündnis 90 Die Grünen auf den mehreren Ebenen irgendwie aktiv und stehe jetzt aber mit einem ganz anderen Hut hier, nämlich dem Hut der Berliner Allianz für Freiheitsrechte. Und zwar, verzeiht mir, wenn ich gleich mich verstecke, weil ich einen Hustenanfall bekomme, dann werft mir gerne Hustenbonbons zu. Aber das Projekt ist so wichtig, deswegen stehe ich jetzt trotzdem hier, um euch das vorzustellen. Und zwar geht es um ein Nein zur Ton- und Videoüberwachung an den öffentlichen Orten in Berlin. Sage ich euch kurz, wer ist eigentlich die BAF, nämlich die Berliner Allianz für Freiheitsrechte. Ein paar Bündnisse wurden gerade schon genannt, die da auch Mitglied sind. Und ich habe auch noch zur Diskussion für gleich 10 Mythen mitgebracht, warum Videoüberwachung nicht für mehr Freiheit sorgt. Aber ich glaube, da hat Benjamin gerade schon alles aufgedröselt. falls ich noch ein paar habe, können wir da gleich einfach noch mal kurz in die Diskussion gehen. Also worum geht's? Ich glaube, es geht um Angst und hattest du auch gerade, ich hoffe es ist okay, wenn ich du sage, gerade auch schon gesagt, Angst ist irrational, deswegen braucht man echt ein paar Argumente, weil die Angst ist erstmal da, so. Und es haben sich einige Initiatoren und auch Initiatorinnen in Berlin jetzt zusammengeschlossen und haben einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der zu einem Volksbegehren werden soll. Die erste Stufe ist auch schon erreicht. Und zwar das Volksbegehren für mehr Sicherheit und Datenschutz. Dahinter verbirgt sich ein Gesetzesentwurf für den Ausbau der Videoaufklärung. Sicherheit und Datenschutz steckt da nicht so richtig viel drin. Worum geht es da jetzt? Es geht da eigentlich darum, die Polizeibefugnisse zu erweitern. Es geht darum, ein kriminalistisches Institut neu aufzubauen. Und es geht vor allem um die Erweiterung eben der Videoaufnahmen an nicht bekannten Orten in Berlin. Und vor allem auch um Tonaufnahmen, das heißt um einen Lauschangriff. Ich war gerade in New York und da gibt es ein Gun-Detektor, ein Gunshot-Detektor und da sind sie total stolz drauf. Wir hatten ein Gespräch mit dem Mayor von New York und die finden das total gut. Das heißt, es ist irgendwie eine Diskussion, die wahrscheinlich auch hier noch breiter werden wird. Es wird nicht nur um die Tonaufzeichnung als solche gehen und um die Videoaufwachung, sondern auch eben um noch intelligentere Anwendungen dabei. Im Moment gibt es in Berlin 10 kriminalitätsbelastete Orte. Dieser Gesetzesentwurf will die Orte ausweiten. Ihr hattet gerade schon bei dem Kiez-Spaziergang, das fand ich total schön, ein paar Beispiele gesehen, wo Kameras überall sind. Das soll auf 2.500 ausgeweitet werden. Der Gesetzesentwurf ist da, spricht viel in Fußnoten und die Zahl ist nicht mehr so ganz aktuell. Zu den Initiatoren gehört vor allem der CDUler Thomas Heilmann. Den kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr schon länger in Berlin seid. Der ist der ehemalige Berliner Senator für Justiz und Verbraucherschutz. Und zu den Initiatoren des Gesetzesentwurfs und des Volksbegehrens gehört auch Heinz Buschkowski. Heinz Buschkowski war letztens auch nochmal zu ganz anderen Geschichten in den Medien. Aber auch Sabine Schumann, die Bundesfrauenbeauftragte der Deutschen Polizeigewerkschaft. Da hatte ich eigentlich noch eine Frage an dich gleich. Videoüberwachung wird oft damit argumentiert, auch dass es für Frauen mehr Sicherheit bietet. Aber vielleicht hast du da gleich noch eine Idee zu, warum das nicht unbedingt der Fall ist. Wie ist denn der aktuelle Stand zu diesem Volksbegehren? Die erste Stufe ist erreicht und befindet sich zurzeit in der Prüfung im Berliner Senat. Wir warten eigentlich gerade auf das Ergebnis und die Überlegung ist, ob es noch eine Prüfung gibt beim Landesgericht, beim Verfassungsgericht vom Land Berlin. Und die Stufe 3 dieses Volksbegehrens wäre jedenfalls an einem Wahlsonntag eine Abstimmung und es war lange in der Überlegung, ob es zusammen mit der Europawahl dann
durchgeführt wird, dieses Volksbegehren oder die Abstimmung, das wird wahrscheinlich sehr, sehr knapp werden, weil die Europawahl ja schon im Mai ist. Und die Berliner Allianz für Freiheitsrechte, die sich jetzt zusammengeschlossen hat aus verschiedenen Gründen, die ich euch gleich gerne auch einfach nochmal darstellen möchte, ganz viel aber grundsätzlich von dir schon aufgegriffen wurden. In dem Fall ist es einfach nochmal krasser, weil es sehr, sehr konkrete Zahlen sind und vor allem die Tonaufzeichnungen nochmal konkret vorgesehen sind. Die Berliner Allianz für Freiheitsrechte, es gibt im Moment, weiß nicht genau, ob die Zahl noch ganz stimmt, aber es gibt auf jeden Fall 117 Unterstützerinnen, auch die gerade genannt, schon Aktion Freiheit statt Angst. Und es ist jetzt eine ganze Latte, die ich euch natürlich nicht vorlese. Schaut gerne drauf und kommt auch gerne vorbei. Die Humanistische Union ist dabei und auch Endstation, die wir auch gerade noch mal gehört hatten. Und die BAF kurz wird auch einen Blog haben bei der Demo am 13.10. Also es wird echt ein großes Ding, kommt gerne alle vorbei. Und der Pappkarton mit der Kamera, der wurde bei uns auch schon heiß begehrt in der letzten Sitzung besprochen, wer den wohl haben darf dieses Mal. Der wird wohl fleißig ausgeliehen. Vielleicht können wir einfach noch ein paar mehr basteln. So, genau. Also wie gesagt, es gibt viele Organisationen und auch viele parteipolitische Initiativen unterstützen gerade ein ganz breites Bündnis, um sich zusammenzutun und um aufzustehen und eigentlich alle deine Argumente oder auch hoffentlich noch mehr, die wir vielleicht zusammentragen können, um den Berlinerinnen und den Berlinern zu zeigen, dadurch wird unsere Stadt nicht unbedingt sicherer. Ich sag mal, das Bündnis von der anderen Seite, das will einfach, also das Überwachungsbündnis, das Pro-Überwachungsbündnis, möchte vor allem das allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, das Berliner, erweitern und vor allem große Menschenmengen überwachen. Und das ist eben überhaupt nicht klar, wo das sein soll. Natürlich, klar, fällt uns der Alex irgendwie sofort ein. Das Kritische an dem Ding wäre vor allem, dass die Stellen gar nicht markiert wären. Kriminalitätsbelastete Orte können geheim sein. Das heißt, am Berliner Südkreuz wissen wir, da ist es vorher angegeben worden, wissen wir, dass es eine intelligente Videoüberwachung gibt. Hier an diesen Plätzen ist es einfach nicht klar, an welchen Stellen wir gerade sind und wo wir überwacht werden. Zum Beispiel sollen auch an 300 großen Fahrradabstellplätzen ganz viele Kameras noch installiert werden. Frage ich mich auch, warum? Dann soll dieses neu zu gründende Berliner Institut für Kriminalprävention soll diese Orte ausweisen. Wer da drin sitzt, das ist, also auf jeden Fall, es heißt Institut, es wird auf jeden Fall nicht wissenschaftlich arbeiten, sondern politisch. Und es wird, genau. Also die Orte sind nicht begründet. Was auch noch kritisch ist, es ist nicht klar, der Ausbau sollte es jetzt durchgehen, wahrscheinlich ohne intelligente Videoüberwachung stattfinden. Das ist aber nicht klar. Vor allem kann man die intelligenten Systeme auch immer noch hinterher drüber ziehen. So, so sieht es im Moment aus. Die Tendenz ist aber erstmal ohne intelligente Videoüberwachung das auszubauen. Meine ganzen schönen Argumente hattest du jetzt alle, meine False Positives, hast du alle gerade schon, deswegen kürze ich das ganze Ding jetzt einfach ein bisschen. Aber wichtig ist, also dieser Gesetzesentwurf in der Form, wie er jetzt ist, der hat nichts mit Daten, nichts mit Sicherheit und vor allem nichts mit Datenschutz zu tun. Die Speicherdauer der aufgezeichneten Daten soll auf einen Monat ausgeweitet werden. Im Moment ist es wirklich viel kürzer und ein Monat wäre sehr, sehr lang. Und die Berliner Allianz für Freiheitsrechte sagt einfach, dieses Gesetz würde es in Kraft treten, verstößt auf jeden Fall gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und gegen viele elementare Grundrechte, die du aufgenannt hast und gegen unser Verständnis von einer freien Gesellschaft. Ich gebe euch jetzt meine 10 Mythen,
Und freue mich, wenn ihr am 13. alle mit zur Demo kommt, auch gerne zu unserem